Hier fliegt doch was. Wo sind wir jetzt eigentlich? In deinem Browser? Was? Videodekodier? So. Funktioniert der Stream noch? Ja, oder? Ja. Okay. Ja, krass. So, wo ist denn... Boah, die sind da jetzt da oben irgendwo, die greifen. Okay. Würde ich sagen, nehmen wir hier das Anschlagbrett noch mit. Ja, cool. Mal gucken, was die Greifenschule kann. Wir müssen erst mal jemanden finden, der uns das herstellen kann, auf jeden Fall. Führte. Ich kenne. Oh, hier gibt's auch was zum Einsammeln. Die Götter mögen dich sehen. Oh, jo. Das war ja schon mal cool. Aber das war ein niederer Vampir, glaube ich. Höhere Vampire. Also ein höherer Vampir, die können meistens reden und haben Funken von Intelligenz. Das greift nicht einfach wahllos das an. Schau was, mich nicht so an! Ja. Vorbei läuft. Milch, frische Sauermilch, Eier direkt aus dem Stall oder Hühner direkt dran. Das ist doch mal schön. Zeig mir, was du zu verkaufen hast. Okay, der hat nichts. Cool. Na komm. Ich weiß noch nicht, ob ich etwas von dir kaufen will. Ja, aber wir spielen. Ist in Ordnung. Okay, der spielt ein Monster. Ah, klirrende Kälte, sehr gut. Okay, kann ich den gar nicht gebrauchen eigentlich. Und... den hier einmal, das ist auch für den Arsch. Ja, nice. Zweimal klirrende Kälte. Sehr gut. Beste Voraussetzung. Ja. Dachte ich mir. Sehr gut. Okay, der spielt doch einen Bogenschützen. Also. Dann spielen wir den hier, weil wir können mit der... den wiederholen. Spielen wir schon mal immer klirrende Kälte. Oh. Schon mal das schöne Wetter geforst. Okay. Sein Ernst und ich habe den jetzt gespielt und er passt, ey. Nein. So eine Kacke. Wie macht der denn so einen Blödsinn? Kriege ich den jetzt nochmal? Nee, natürlich nicht. Ach, das ist doch. Na, könnt ihr euch erinnern an die Quest? Ja, mit dem Fehlgeborenen? Krass.
wir das jetzt hier, glaube ich, gewonnen. Selbst wenn er das jetzt noch überbietet, haben wir noch 4 Karten und mit der können wir nur eine wiederholen. Ja, okay. Gut. Sei es ihm gegönnt. Hat er gut gemacht, ja. Bravo. Okay. Das ist jetzt natürlich doof. Da weiß ich jetzt nicht, ob wir drüber kommen. Doch, müsste eigentlich reichen. Ja, 2 doch. Ja. Ja. Zack. Dann kann man den hier machen. Nochmal. Auf jeden Fall 14. Oh, war hinten heraus nochmal knapp, dass der da nochmal einen strömenden Regen hat. War nochmal knapper als ihr wollt. So, der hat hier aber auch nichts, was man klauen kann. Nichts hat er! Nichts! So. Ah, jetzt haben wir ganz viele Anschlagbretter mitgenommen. Und jetzt haben wir auf jeden Fall richtig viele Sachen. Die wir machen können. Hab ja auch schon. Wenn ich brav bin, schickt sie mich auf den süßen Pfad. Okay. Okay, die schickt ihr Kind einfach weg. Ja, wenn wir uns erinnern mit dem süßen Pfad, in der Quest, die wir schon gemacht haben, da sind irgendwie die Hexen. Du siehst aber gar nicht gut aus. Die quasi die Kinder anlocken mit Süßigkeiten. Ah, sehr schön. Lässt sich der die da oben, oder was? Oh, nö, der ist einfach nur dabei. Okay. Ich dachte, eine Jungfrau in Nöten. Aber gut. So. Ich würde mal einmal ganz kurz meditieren. Zack. Weil, unsere Sachen sind da wieder leer gewesen. Das nervt mich immer noch, ne, mit den... Okay. Wir brauchen bessere Handschuhe. Achso. Wir haben die Satteltaschen ja nicht angelegt. So, Schönchen. Können wir noch was lesen? Gut. So, dann gucken wir mal in meine Quests rein. Also Greifenschuler müssen wir noch machen. Da kommen wir jetzt aber so mal eben nicht hin. Die Schatzsuche in Kaer Morhen. Okay. Da ist auch Teil 2 schon. Okay, krass. Dafür müssen wir nach Kaer Morhen. Das können wir, glaube ich, gerade gar nicht. Weltkarte. Da. Nö, da kommen wir noch nicht hin. Wir haben zwar ein Lager, aber kein Wegpunkt. Kommen wir leider noch nicht hin. Ach, kein Problem. Gut, also das können wir leider nicht machen. Die Wolfsschule ist schon cool. Aber ich muss sagen, also... ich weiß gar nicht, was ich jetzt so spielen wollen würde. Müsste man jetzt nochmal gucken, was die einzelnen Schulen alle nochmal so machen. Da stecke ich jetzt tatsächlich, muss ich gestehen, nicht so drinne. Aber ich weiß, dass ich öfter mal die Bärenschule gespielt habe. Die Bärenschule macht das Zeichen Quen für die... Ja. Macht das Zeichen Quen mit dem Schild macht das stärker. Also die Bärenschule ist quasi, wenn ihr euch unverwundbar machen wollt, ist die Bärenschule gut. Die Wolfsschule war, glaube ich, kritische Angriffe.
Aber da müsste ich jetzt auch lügen. Das weiß ich jetzt tatsächlich nicht aus dem Kopf. Da müsste ich nochmal nachgucken. Ja, da können wir jetzt so gar nicht so viele Schätze machen. Das behalten wir auf jeden Fall auf dem Schirm, wenn wir da oben in die Region gehen. Der Grenzposten. Obwohl, wir könnten jetzt zum Grenzposten und dahin. Und die einsame Hütte hatten wir ja da hinten auch schon. Ich weiß noch nicht, wie stark die Gegner da auf der Insel, also auf der Klippe sind, aber die ging ja hier eigentlich. Da sind wir ja schon durchgelaufen. Nee, komm, wir machen das weiter. Welche in Ordnung. Kriegen wir hin. Schatz, ahoi hier. So, ab zum Grenzposten. Ist ja nicht weit, glaube ich. So. Wegpunkt. Damit wir nicht zum Falschen latschen. Hast du es eigentlich? Ja. Oh! So, und dann, wenn wir das geschafft haben mit der Greifenschule, müssen wir auf jeden Fall einen Schmied finden, der uns das herstellen kann. Wo war denn der, der die Wiebernschule hergestellt hat? In dem einen Dorf, da war der, glaube ich, ne? So, ist hier ein Gegner. Mal Hexersinne machen hier. Bestimmt ertrunken hier irgendwo. Sind da überall Leichen. Holen Apfel. Okay, da. Ah, okay. Ja, sieht gar nicht verdächtig aus, der Turm. Haben wir hier einen Wegpunkt oder sowas? Okay, da oben fliegt was. Ja, hier haben wir den Wegpunkt. Sehr gut. Dann machen wir hier nochmal speichern. Ich weiß nicht, was das für ein Vieh ist. Vielleicht ist das stärker als wir. Müssen wir mal gucken. Okay, was? Das war, glaube ich, eine ziemlich krasse Rüstung gerade. Ne, doch nicht. Nicht besser als unsere, die wir schon hergestellt haben. Jetzt nichts Besonderes anscheinend. Eine Kerze. Haben wir mal für den eine Kerze an. Ah, okay. Der hängt hier auch einfach rum. Der macht sich gemütlich. Gut wie unsere. Nix, was besser ist bis jetzt. Mal immer mal gucken. Okay. Schauen wir mal.
ziemlich nach Spinne aus hier. Monsternest. Okay, nochmal gucken. Was ist es? Harpchen. Okay. Aber gehen ja. Level 7. Zack. Die Harpchen haben hier ihr Nest. Cool. Einer hab hier jetzt hier? Okay, na gut. Da ist das Schwert von Georg. Der Hexer. Jetzt haben wir das Stahlschwert schon mal gefunden. Das ist wichtig. So, und ja, wir müssen jetzt da nach oben, glaube ich. Okay, den Schatz haben wir schon mal gefunden. Dafür waren wir jetzt hier. Achso, kann ich nicht speichern? Jetzt kann ich speichern. Okay. So, mal gucken. Vielleicht finden wir ja noch eine Reliquie oder sowas. Ist ganz schön dunkel hier. Ich glaube, da nach oben komme ich nicht. Nö. Hier war jetzt nichts weiter. Hier? Nö. Das war hier anscheinend. Mal die Abkürzung genommen. Gut, tippitoppi. Haben wir die Harpien auch besiegt, würde ich sagen. Krasse. Krass. Cool. Immer speichern. Speichern. So, cool. Ja, 5 von 6 Greifenschule. Nice. Ich würde tatsächlich gerne mal gucken. Handwerk ist das ja. Hier, Greifenschule. Benötigte Stufe 11. Ach, das ist ja Müll. Aber die ist besser. Also ein plus 19 gibt die uns. Das ist schon krass. Und nach Wirken von Zeichen im Standardmodus unter Ausdauerverbrauch wird beim nächsten Zeichen, das innerhalb von 3 Sekunden im Standardmodus gewirkt wird, keine Ausdauer verbraucht, okay? Die Größe der Irdenfallen ist um 40% erhöht. Wenn du dich in einer Irdenfalle befindest, ist die Ausdauerregeneration um 5 Sekunden erhöht, sowie die Zeichenintensität um 100% und der Schaden ist um 20% verringert. Okay, also Greifenschule ist Zeichen. Zeichenlastig. Wow, Assassin, Alter. Plus 350 Vitalität. Wow. Das ist ja mal eine Ansage. Da weiß ich nicht, ob die... Naja... Gut, da kriegst du halt die Set-Dinger, ne? Aber... Äh,
Also ich glaube, ich würde die Greifenschule einmal herstellen, einfach nur um es zu haben. Aber wir haben schon relativ krasse Sachen, muss ich sagen. Weil da... Ja, da, also das ist ja so mittlere Ausrüstung. Ja, weiß ich nicht. Müsste man dann mal gucken, ne? So, das Silberschwert. Hab hier, Alter. Benötigte Stufe 37, alles klar. Läuft bei euch. Ah, wir haben schon das verbesserte Wolfsilberschwert. Das hat Chance auf Bluten. Bonuserfahrung bei Monstern. Okay, läuft. Meisterlich gefertigtes Silberschwert. Gut, also wir kommen dann irgendwann auch dahin. Chance auf Vergiften. Okay. Also da ist auf jeden Fall alles mit Zeichen im Vordergrund. Okay, können wir denn was an Absurden machen? Erscheinungsabsurd? Wenn ein einzelner Treffer mehr als ein Drittel der Vitalität kostet, wird ein Quenchschild aktiviert, der gegen den nächsten Angriff schützt. Okay, cool. 50 Vergiftung. Boah, ist aber auch dolle, wa? Was haben wir noch? Nebling. Erhöht die Zeichenintensität bei bedecktem Himmel. Hm, okay, gut. Nebling halt, ne? Was haben wir hier? Alchemistische. Ah, ein blaues Mutagen können wir machen. Zeichenintensität plus 7. Cool. Großes Zeichen plus 10. Ah, okay, cool. Was können wir noch? Ein rotes Mutagen. Angriffskraft plus 7. Alkohol können wir nicht. Dafür fehlt uns der Kirschlikör. Okay. Bomben können wir machen. Bomben ist immer gut. Bomben mal alle herstellen. Hey. Was jetzt? Sprich doch gar nicht. Katze. Für Katze brauchen wir noch Wasseressenz. Beschleunigt die Ausschüttung von Adrenalin. Ein Trank. Erhöht die Zeichenintensität. Also wir könnten tatsächlich am Anfang krass auf Zeichen gehen hier. Hexerblut fügt Vampiren und Nekrophagen Schaden zu, wenn sie den Hexer verwunden. Boah, das ist natürlich auch gut. Ich glaube, von dem Schwarzen mache ich mal einmal was. Weißer Honig. Hebt eigene Vergiftung sowie die Effekte anderer Tränker vollständig auf. Ah, cool. Ja, ich glaube, den mache ich auch einmal. Falls wir irgendwie Vergiftungen haben oder so. Öle können wir jetzt auch herstellen. Geil. Ja, Geisteröl auf jeden Fall brauchen wir immer. Hybridenöl brauchen wir auch. Ja, wir brauchen alles. Konstrukt. Okay. Mehr können wir nicht. Was fehlt uns hier? Ranocrin. Okay. Okay, cool. Wahrscheinlich, achso. Ja, nice. Okay, also wir haben auf jeden Fall jetzt einiges an Tränken und Bomben und so. Da können wir dann auf jeden Fall mal gucken. So, ich habe wieder 7 Dörrobst, das ist auch gut. Aber ich glaube, ich habe jetzt mal keinen Bock auf Dörrobst. Ich würde gerne die... Achso, die kann ich... Ach, die kann ich ja nicht verkaufen, die geben ja nichts. Ja, dann essen wir erstmal die Hühnerbeine hier. So. So, das... Okay. Okay. Gut, dann gucken wir mal weiter. Genau, wir wollen ja die Greifenschule noch finden. Dafür müssen wir jetzt da nach oben. Genau. Da gibt es bestimmt auch was zu tun noch.
Ach, gucken wir mal. Aber auf jeden Fall coole Sachen, ey. Wirklich viel hergestellt, viel bekommen, viel gekriegt. Richtig gut. Ach, hier war der Werwolf, ne? Von Wildes Herz. Okay, na dann, ja, ist ja. So weit ist es ja nicht. Glaube ich, weiß ich nicht. Sage ich jetzt einfach mal so in meinem jugendlichen Leichtsinn. Pferdchen. Doch mal reiten. Wenn es für Plötze zu gefährlich wird, dann rennt es sowieso weg. Eine kleine Plötze. Da sind Harpien. Weiter so, Plätze. Ah, los, weiter. Oha, Plätze. Oha, okay. Erstmal da irgendwie runter. Ist hier unter mir Wasser? Och, das war aber. Hohohoho, das war knapp. Hui. So. Holen wir uns erstmal das hier. Na toll. Inventar. Was haben wir denn jetzt ausgerüstet? Das ist jetzt natürlich kacke, dass ich nicht sehe. Wo bin ich denn? Wir haben Silberschaden. Wenn ich die jetzt ablege. Genau, dann habe ich die normalen, ne? So. So, mal gucken hier. Silberschaden. Chance auf Bluten 100%. Oh, die sind ja krass. Reitkopfbolzen. Plus 8. Die normalen haben plus 4. Plus 8 Silberschaden. Okay, naja gut, wofür haben wir die, wa? Dann nehmen wir die rein da und dann gucken wir mal. Rinder ins Gefecht. Ja nicht verschießen. Hab ich. Okay, gut. Die haben wir schon mal weg. Der Macht. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Ja. Ach,
Das wird jetzt hier gleich dunkel. Dann sieht man nichts mehr. Ah, okay. Wenn Gegner in der Nähe sind, dann bricht er das ab. So. Ja, jetzt ist es wieder hell. Jetzt sehen wir wenigstens wieder was. So, kommt mal her hier. Ertrunkene. Level 10 Ertrunkener ist natürlich schon heftig, ne? So, und irgendwo... Ja, wir haben einen Eingang entdeckt. Okay, okay, dann gehe aber nochmal nach oben. Nochmal Sauerstoff nachtanken. Okay, da ist auch ein Ertrunkener. Oh, okay. Cool. Nein, 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 nein. Zack, zack. Oh, die Steuerung ist aber hier. Chance auf Bluten. Ja, wir haben Chance auf Vergiften, aber das andere macht natürlich mehr Schaden. Ja, dann nehme ich natürlich das, ne? Was gibt denn uns das hier nochmal? Blutenresistenz, Adrenalin-Gewinn. Okay, wir haben da zwar Rüstung, aber hier haben wir nochmal 43 Vitalität dazu. Ich weiß nicht, ob das besser ist. 43 Vitalität ist schon viel manchmal. Ich meine, wir haben jetzt 50. Wo war denn hier unsere Lebens? Habe ich das gesehen? Wie viel Leben haben wir? Wir haben erstmal eine schön schicke Stahlwaffe gefunden. Die hilft uns auf jeden Fall gegen das Vieh jetzt wahrscheinlich mehr. Mal gucken. Ja, bis jetzt ganz gut funktioniert. Erstmal speichern. So, ich sag's in jedem Stream, glaube ich, immer wieder, aber wenn ihr Bock habt, die ganzen Sachen hier zu lesen und so, oder also, wenn ich die mal vorlesen soll, ne, haben wir das gleich jetzt nochmal gekriegt? Klinge von Tirocha. Ja, gleich nochmal gekriegt, krass. Genau. Also, wenn ich das alles mal vorlesen soll, wenn wir da mal eine Lesesession machen wollen oder so, sagt mir da einfach mal Bescheid. Von mir aus auch gerne im VOD oder, also in den VODs, in den Kommentaren dann, bei YouTube. Das ist natürlich auch völlig in Ordnung.
ansonsten auch gerne hier in den Chat, wenn ihr darauf mal Bock habt. Dann plane ich das auf jeden Fall mal ein. Und dann machen wir mal eine Lesestunde. Dann können wir uns mal die Charaktere durchlesen, wie die hier beschrieben sind. Und auch so... Okay, was ist das denn? Schade, dass ich das Level nicht gesehen habe. Komme. Nein. Ein Level 14 Wyvern. Okay. Level 14 Wyvern. Na, mal gucken. Ich bin gespannt. Wir haben ein Bestarium. Gucken wir mal, ob wir Wyvern dabei haben. Das müsste ja Hybrid, ne? Drakonide? Nö. Nö. Konstrukte ist es auch nicht. Nekrophagen ist es auch nicht. Nö. Vampir kann es auch nicht sein. Verfluchte? Ne. Okay. Wyvern haben wir noch nicht. Im Bestarium. Kann ich mich jetzt schlecht drauf vorbereiten? Ich denke aber mal, ein Wyvern wird ein Biest sein. Wir haben nochmal Handschuhe bekommen. Die sind besser. Was haben wir denn hier? Verfluchte, Nekrophagen ist es nicht, Vampir ist es auch nicht, Insekten ist es nicht. Könnte ein Hybrid sein. Ja. Vielleicht ein Hybrid. Dann machen wir uns das doch einfach drauf. Hallo. Alter. Still. Läuft bei dir. Kampf.
Okay. Fuck, das war nicht weit genug. Ich dachte, er springt mal ein bisschen mit Anlauf. Gut, dass ich speichert habe. Hüpft er da einfach runter, Junge. Ich bin extra hier ran. Hüpf. Naja, gut. Geralt, das war eines Hexers unwürdig. Jawohl! Ah, so muss das sein, so habe ich mir das vorgestellt. So macht das Spaß. Ah, schlüpft er da einfach runter, ey. Aber ich habe die Greifenschule nicht gefunden, ne? Sehe ich gerade. So ein Dreck. Irgendwo muss sie sein. Ich hab's. Was ist das? Ist nur Licht. Okay. Macht das jetzt Sinn, dass ich hier hoch. Doch ja, ich habe ja die Zugbrücke runtergelassen. Oh, plötzlich steht da ganz brav. Nice. Wurde noch nicht weggesnackt. Schön. So, naja, dann wird die ja da rechts liegen wahrscheinlich. Ne, da bin ich rausgekommen, oder? Gesehen, wo das liegen soll? Ich habe jetzt nichts leuchten sehen. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Da war ich doch. Habe ich doch eingesammelt. Ja, wollte ich gerade sagen. Also die kann es nicht sein. Ach so, das ist da auch Wasser wahrscheinlich, wa? Ich muss dafür raus. Ein Ort der Macht. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Nein, jetzt nicht. Kleininsel hier vielleicht? Aber der Schatz ist ja da, wird mir ja da angezeigt irgendwo. Das wäre jetzt richtig gemein, wenn er hier liegen würde. Mensch, jetzt geht er mal da hoch. Hier halt. Mann. Also diese Wasseranimation nervt. Hier hoch da jetzt. Ne, das ist es nicht. Chat, habt ihr was gesehen? Habe ich was übersehen? Habe ich was vergessen? Oh,
Magie. Ein Ort der Macht. Stelle ich bestimmt gerade nur zu blöde an. Das ist bestimmt ganz einfach. Eingesammelt. Ich weiß ja auch nicht. Der Schatz soll ja auch da irgendwo sein. Jetzt müssten wir genau über dem Schatz sein. Ach, guck mal hier. Ah. Okay. Ich hab's gefunden. Juhu, haben wir. Gleich in Schule. Blub, blub.